Hello and welcome to the Orlovsky Consulting GBR. My name is Alexander Orlovsky. I am CEO of this company. And today I would like to present my company to you. So, what my company is offering? We providing different types of IT consulting services, software development, quality assurance. We help our clients to understand their requirements. We create real and honest estimates and solution plans. We offering training and workshops in various IT technologies, and we provide even services in IT cybersecurity. So with us, you can be 100% sure that all your needs will be satisfied with us. We have different IT consultants which have different IT skill set, which would help you to get your solutions working and running and operating. So let's see example of our works. Here you can see screenshot from our work in Unity 3D, because we have IT consultants with knowledge and skills about Unity 3D game engine. Then we have consultants and me too, which have lots and lots experience in Java enterprise programming. And we have even a skill set, and I have two programming in C# WPF Microsoft technology. In this particular case, it was pretty interesting because me personally, I created this app, which allow people who actively looking for the job to stay productive and efficient. So they basically can with this app manage all their job search activities. Very useful app, and you can even find it basically on Windows Store. So this is one of the previous work. This is was done in JavaFX. This was my initial first project, which was like first prototype. And my try to understand how everything works with UI in Java. It's basically JavaFX, very cool technology and can be used even today in 2024. So, if you're interested in our services, feel free and contact us via following websites. We'll be always happy to hearing from you. And basically, if even if you have an idea, and you actually starting a startup, you can reach us too. We working with different types of companies, from smaller to biggest, and we always provide solutions, and this result in very profitable partnerships. So thank you for what. Die Glasfaser Implementierung. Die Reise in neue digitale Zeitalter beginnt. Nun. Wir sprechen heute folgende Themen an. Das gehört alles zu den Glasfaser als Allgemeinbegriff und ganz allgemein von der Technologie. Wie wird Glasfaser aufgebaut? Man hat ein Medium und durch dieses Medium wird ein Laserstrahl durchgeführt. Der Laserstrahl natürlich hat auch Spiegelungen in dem Kabel. Das besondere Merkmal an dem Glasfaser, das sind sehr dünne Medien, sehr dünne Kabel, aber dadurch fließt ein Laser. Genau gesagt, so typischer Aufbau von einem Glasfaserkabel, man hat einen Kabelmantel, dann Aramidgarn, dann die feste Adern und dann selbst die Glasfaser. Also durchaus sehr gut geschützt. Wichtige Begriffe. Fiber to the Curb, das ist die Glasfaserverbindung bis zu dem Verteiler. FTTB, Fiber to the Building, das ist Glasfaserverbindung bis zu dem Hausanschluss. FTTH, Fiber to the Home, Glasfaserverbindung bis zu der Wohnung. Und sehr wichtig, man muss unterscheiden, mit welcher Technologie wird die Glasfaser
implementiert. Die zwei gängigsten Technologien in Deutschland ist die AON, Active Optical Network, ist sehr modern und ermöglicht sogar 10 Gigabit pro Benutzer als Übertragungsgeschwindigkeit. Und dann gibt es einen Standard namens GPON, Gigabit Passive Optical Network, etwas in der Jahre gekommene Standard, wird sehr stark aktuell von der Telekom bei der FTTH-Anschlüssen realisiert. Maximale Datenübertragungsraten bis zu 2,5 Gigabit pro Benutzer. So, dann, man muss auch klarstellen, es gibt viele unterschiedliche Kabelanschlussarten bei Glasfaser. Das, was man so üblich in der Industrie sieht, man sieht LC-APC und SC-APC. Ich werde darauf nicht näher eingehen, das ist einfach die sozusagen Materialtechnologie. Jeder Hersteller von der Netzwerktechnologie setzt auf entsprechende Kabelanschlüsse ein. Was man bei so üblichen Telekom-Anschlüssen sieht, ist diese LC-APC von beiden Seiten. Die Vorteile und Nachteile würde ich mal hier nicht erwähnen, es gibt immer. Aber ich sage, wenn die Anschlüsse richtig sauber installiert wurden, da gibt es nichts zu bedenken eigentlich. Nun, was ist aktuelle Situation auf dem deutschen Markt in Bezug auf Glasfaseranschlüsse? Die Telekom ist de facto Monopol. Dann gibt es deutsches Glasfaser, 1&1, Vodafone, Mnet in Region Bayern und deutsches Giganetz. Nun, nach meiner Recherche, und das bestätigt sich durch die Gespräche, durch die private Gespräche mit den Vertretern von verschiedenen Internetanbietern, aktuell in Deutschland besteht eine Oligopol. Das heißt, wir haben relativ kleine Nachfrage und viele große Anbieter. Und diese wenigen Anbieter teilen sich den Markt und können eigentlich sehr, sehr hohe Preise für die Anschlüsse bezahlen. Also bestimmen. Bezahlen die Endkunden. Das bezahlen die Endkunden. Okay, weiterhin. Wenn man schaut auf den Bundesministerium von dem Finanzamt, die Ausgaben für den Ausbau von der Breitbandförderung, dann sieht man deutlich, was passiert bei uns in Deutschland. Das Unternehmen Telekom hat größtenteils die Förderungen von den deutschen Bundesfinanzministerium bekommen. Interessanterweise 1&1 laut dieser Information hat keine Fördermittel bei den Stadt, bei der deutschen Bundesstadt beantragt. Vodafone im Vergleich zu Telekom hat sehr wenig diese Fördermittel beantragt. Das gilt auch für die deutsche Glasfaser und auch für die Mnet. Also, wir haben eine Situation, wo das Großkonzern Telekom eigentlich aus eigenen Mitteln die Infrastruktur umsetzen konnte, aber dennoch bevorzugt von der Staatskasse Gebrauch zu machen. Das ist nicht negativ gemeint, aber sehr interessante Beobachtung. Nun, wie wird eigentlich der Glasfaserkabel verlegt bei uns in Deutschland? In den meisten Fällen werden die Kabelverlegungsarbeiten eigentlich von den Subunternehmen realisiert. Die Qualität von solchen Subunternehmen, also die in der Tiefbau involviert sind und beauftragt sind, hängt sehr stark ab, die Qualität. Man hat schwarze Schafen und auch sehr gute Firmen. Aber die Qualität
von der Verlegung von dem Kabel, Glasfaserkabel, sehr deutlich unterscheidet. Dazu gibt es entsprechende YouTube-Beiträge von den öffentlichen Fernsehkanälen, würde ich empfehlen, Ihnen in Ruhe anzuschauen, damit Sie sich Eindruck machen, wie das eigentlich umgesetzt wird bei uns in Deutschland. Nun, wenn man betrachtet das eigentliche Glasfasertechnik, Glasfaserkabel an sich ist relativ günstig. Die Netzwerkgeräte für die Glasfasertechnologie haben Preisspanne von 80 Euro bis 1000 Euro und aufwärts. Also man muss wirklich schauen nach dem Bedarf. Vielleicht muss man nicht sofort überall Glasfasernetz verlegen, weil wenn man einen CAT7 LAN-Kabel bei sich hat, dann kann man diesen Kabel für ein bestehendes Glasfasernetzwerk verwenden. Dadurch da verliert man eigentlich nichts. Aber wenn man die Möglichkeit hat, Glasfaser zu verlegen, würde ich das empfehlen, weil es dann für die Zukunft sicherer ist. Man hat einmal die Investition gemacht und kann man dann in Zukunft hoffentlich bis zu 10 Gig die Geschwindigkeit bekommen und so vielleicht aufwärts. Meistens der minimale Preis für ein Glasfasertechnik hängt von den jeweiligen Router oder Gateway, wie man das am besten macht. Aber für ganz normale Anschluss, man kann schon ab 40 Euro sozusagen die Technik haben, die dann glasfasertauglich ist. Natürlich, man muss dann beachten, dass man die LAN-Geschwindigkeit bis zu 2,5 Gigabit hat. Also da ist man schon an der Grenze. Fazit. Dank Telekom die Breitbandausbau verlangsamt. Ja, weil Telekom ist ein Großunternehmen und beantragt unterschiedlichen Firmen von unterschiedlichen Qualität. Und natürlich, das verlangsamt die Breitbandausbreitung in Deutschland. Also, das ist natürlich ärgerlich, dass man so langsam voran aufwärts geht. Aber natürlich, dieses Problem haben auch andere Unternehmen. Das ist auch nicht das Problem von Telekom. Die Vodafone und anderen Unternehmen, die einfach nicht, wie sagt man, nicht sehr gute Firmen beauftragen können, weil guten Firmen schon die Aufträge haben und diejenigen, die Aufträge kriegen, sind vielleicht nicht so gut. Und man muss natürlich sicherstellen, dass die eigentliche Glasfaserimplementierung von Anfang bis zum Ende sauber abläuft. Nun, mein Consulting-Unternehmen hat diesen Bereich für sich eröffnet und wir bieten Ihnen Folgendes an. Wir bewerten das Vorhaben von den beauftragten Unternehmen, also den Unternehmen, wo sie eigentlich es Auftrag gegeben haben für die Glasfaser. Wir überprüfen, ob die örtlichen Gegebenheiten und die technischen Möglichkeiten zur Glasfaserinstallation passen. Wir helfen auch sogar bei der Erstellung von den maßgeschneiderten Glasfasernetzwerkplans. Wir kontrollieren, wir helfen bei der Projektkoordination und wir ermöglichen, dass die Implementierung ohne gravierende Probleme realisiert wird. Natürlich, wir sind unabhängig von den jeweiligen Glasfaseranbietern. Wir sind kundenorientiert. Für uns ist sehr wichtig, dass wir eine transparente Kommunikation halten. Und diesen Service bieten wir sogar für Privat- und auch gewerbliche Kunden. Weil, klar, wenn man einen Vertrag hat mit einem Kommunikationsunternehmen, dann hat man dadurch auch nicht die Pflichten, nicht nur die Pflichten, sondern auch die Rechte. Und diese Rechte muss man auch umsetzen können. Wir haben in einigen Fällen bereits bei der Tiefbauarbeiten Mängel festgestellt und der Kunde wurde davon in Kontakt, in die Verbindung gesetzt. Dadurch, der Kunde hat dann
seinen Auftrag bei den Telekommunikationsunternehmen beansprucht und hat verlangt, dass die Telekommunikationsunternehmen den Mängel beseitigt, was dazu bewirkte, dass von den Kommunikationsunternehmen beauftragte Tiefbauunternehmen dort der Vertrag mit denen gekündigt wurde und ein anderes Tiefbauunternehmen in Anspruch genommen wurde. Es ist natürlich ärgerlich für die Kunden gewesen, aber das ist dann letztendlich auf positive Seite von den Kunden, weil der Kunde am Ende einen sauberen Anschluss bekommt, der von keinen möglichen Störungen betroffen werden kann. Nochmals, wir haben in Deutschland eine Situation, dass sobald Sie einen Telekommunikationsunternehmen in Anspruch nehmen und dort einen Glasfaseranschluss beauftragen, auch wenn bereits bei Ihnen das Glasfaseranschluss durchgeführt wurde, das ist keine Garantie, dass alles sauber verläuft. Wenn Sie in großen Rahmen denken, dann überlegen Sie sich gut, wie Sie in schlimmsten Fällen sich rechtlich verteidigen können und auch Ihre eigentlichen Anforderungen umsetzen können. Wir bieten die Beratungen dafür, wir helfen Ihnen, das Beste daraus zu machen und wir kontrollieren, wenn Sie uns beauftragen, ob die Arbeiten sauber durchgeführt worden sind. Unser Anliegen ist, für Sie einen sauberen Anschluss zu realisieren und wenn was kommt, wir sind Ihre Ansprechpartner im technischen Rahmen und auch in den rechtlichen Rahmen. Wir helfen Ihnen gerne, das, was Sie vorhaben, umzusetzen. Sie können Arlowski Consulting GbR auf folgende Weise erreichen und ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen darüber zu sprechen, ob Ihr Vorhaben realistisch ist oder vielleicht muss man abwarten, weil nicht jeder Glasfaseranschluss ist gleich. Vielleicht ist besser abzuwarten, bevor man für eine Investition entscheidet. Vor allem, man weiß, es gibt viele neue Kommunikationstechnologien und man kann nicht ausschließen, dass man vielleicht zum Beispiel über Satellit durchaus schnelleren Internet irgendwann bekommt. Oder ein Kabelnetzwerkunternehmen oder Stromnetzunternehmen einen besseren Technologieplan vor sich hat und diesen umsetzt. Man muss Anbieter vergleichen. Wir helfen Ihnen, diesen Vergleich herzustellen. Und wir helfen Ihnen auch bei der Kommunikation mit den Implementierungsunternehmen, Ihr Glasfaseranschluss besser zu realisieren. Also, wie schon gesagt, kontaktieren Sie uns und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.